Hallo, hallo. Hier ist der Podcast über Grenzwissenschaften von Gottfried Bonn und Kevin Kante. Heute wollen wir über das Thema Leben nach dem Tode reden. Ja, seid gegrüßt, liebe Zuhörer. Ich bin der Kevin. Neben mir ist der Gottfried. Ja, hallo zusammen. Ja, wir möchten ganz gerne heute mit euch auf eine Reise mitnehmen. Das Thema ist das Leben nach dem Tod oder was ist die Seele, was bedeutet sie? Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß und lauscht das, was kommt. Ja, hallo, mein Name ist Gottfried Bonn. Viele von euch werden mich kennen. Ich bin also jetzt schon sehr lange Zeit Autor für die grenzwissenschaftliche Paläozeti-Zeitschrift Sagenhafte Zeiten. Unter anderem habe ich auch 2008 einen Vortrag auf dem Bunny-Meeting der Ancient Astronaut Society in Magdeburg gehalten. Ja, wie gesagt, wir beginnen heute erst einmal in unserem ersten Podcast über das sogenannte Leben nach dem Tode. Ja, da kann man in der Menschheitsgeschichte erst einmal ziemlich weit zurückgreifen, denn seit Beginn der Menschheitsgeschichte glauben zahlreiche Menschen eben daran, dass mit dem Körper, mit dem Ende des materiellen Körpers eben nicht alles aus ist, sondern dass es auch danach noch irgendetwas gibt. Ja, bereits die ersten Menschen stellten die Endlichkeit alles Lebendigen fest. In ihren Religionen und Mythologien ersannen sie deshalb Welten, wo Menschen nach ihrem Tode, je nach Kulturkreis, durch einen Gott oder Götter wiedererweckt werden können. Ja, da muss man auch dazu sagen, dass der Glaube an ein Leben nach dem Tode ist ja auch eigentlich die Basis jeglicher Religiosität auf diesem Planeten. So, ich denke mal, ohne diesen Glauben hätte es mit Sicherheit auch niemals eine Religion oder Spiritualität gegeben. Absolut. Ja. Damit Menschen jedoch in einer jenseitigen Welt auferstehen können, bedarf es auch eines immateriellen Teils des Menschen, den die Völker seit jeher eben mit den unterschiedlichsten Namen versahen. Im christlichen Kulturkreis nannte man jene nicht materielle Form Seele. Die antiken Ägypter verwendeten Wörter wie Ka und Ba dafür. Sie assoziierten die Freiheit der Seele unter anderem mit Tieren. So war das Ba für sie wie ein Falke, der nach dem Tode des Körpers frei umherflog, gleichzeitig jedoch mit dem Leichnam verbunden blieb, diesen sogar laut ägyptischer Mythologie wiederbeleben konnte. Ja, und grundsätzlich gibt es philosophisch betrachtet verschiedene Auffassungen, wie die sogenannte Seele mit dem Körper interagiert. Im christlichen Kulturkreis existiert vorwiegend die dualistische Betrachtung von Körper und Seele. Demnach handelt es sich hierbei um zwei unterschiedliche Entitäten, wobei die Seele auch oft mit dem Sitz des Bewusstseins gleichgesetzt, quasi wie eine Art Steuermann den materiellen Körper leitet. Des Weiteren existiert noch die ganzheitliche Betrachtung des Körper-Seele-Problems. Demnach sind Körper und Seele untrennbar als Einheit miteinander verbunden, wobei die Seele sich in jener Philosophie auch nicht lokalisieren lässt. Soweit die vorherrschenden zwei Philosophien über das Körper-Geist-Problem. Ja, und es gibt natürlich auch in der Wissenschaft verschiedene Ansätze dazu, um dies zu erklären, wo man sich eben auch entweder des Dualismus bedient oder eben der ganzheitlichen Betrachtung. So, und wissenschaftlich, vor allem im Bereich der Gehirnforschung, wird und wurde das Problem der Seele, wie gesagt, auch von den oben beschriebenen zwei Seiten betrachtet. Hierbei teilten sich die Meinungen der Forscher stets in oben beschriebene Philosophien auf, wobei der verstorbene Gehirnforscher Sir John Eccles ein Anhänger der dualistischen Philosophie war. Eccles ging davon aus,
dass die Seele einen genau lokalisierten Ort im Gehirn hat, den die Wissenschaft Zirbeldrüse nennt. Des Weiteren zehrte die Seele für ihn nicht zum materiellen Wert und setzte sich aus von ihm sogenannten Psychonen zusammen, immaterielle Teilchen, welche mit den Neuronen des Gehirns eine Wechselwirkung eingingen und auch nach dem Tode des Körpers in einer jenseitigen, wissenschaftlich nicht näher beschreibbaren Welt weiter existieren. Technisch betrachtet gibt es hier auch eine aus dem Computerbereich stammende Software-Hardware-Analogie, wonach die Seele quasi die Information innerhalb der Hardware des Körpers darstellt. Derartige Vorstellungen finden sich auch in Science-Fiction-Filmen wie beispielsweise Avatar, wo die Seele oder das Bewusstsein als eine Art Software dazu in der Lage ist, vom eigentlichen Körper zu einem künstlich erschaffenen Avatar überzuwechseln. Es gibt aber auch noch zahlreiche andere Science-Fiction-Filme, wo das Konzept eines quasi übertragbaren Bewusstseins verwendet wird, um in eine Art Matrix zu wechseln. Hierzu sagt jetzt der Kevin etwas. Ja, da fallen einem natürlich direkt erste Gedanken an oder ein, weil durch die Science-Fiction-Filme oder es gibt ja auch einfach Berichte, wo es Operationen gibt, wie zum Beispiel eine Herztransplantation, wo dann halt eben die Leute sagen, dass es da eine Wesensveränderung gegeben hat. Wie zum Beispiel ein anderes Verhalten, anderes Essverhalten, rauchen nicht mehr oder sind auf einmal auch einfach Leistungssportler gewesen. Das ist natürlich ein Bericht, der vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber da muss ich sagen, finde ich total faszinierend, dass da belegbare Beweise gibt, dass wahrscheinlich irgendwie die Seele überall stecken kann. Zum Beispiel in Organen drin, nicht nur das Gehirn. Ja, das finde ich ein spannendes Thema. Gibt es denn da irgendwie Belege oder hast du da auch schon mal irgendwie was von gehört, dass da irgendwie... Das mit dem Herzen ist sowieso sehr interessant. Da habe ich also schon öfters was von gehört, dass Menschen sich nach einer Herztransplantation komplett ändern, halt auch andere Fähigkeiten auf einmal an den Tag legen, sich für Dinge interessieren, wo sie sich vorher noch nie für interessiert haben. Das spricht natürlich auch irgendwie für eine ganzheitliche Betrachtung auch des Phänomens. Ja. Dann muss man ja auch überlegen, die früheren Kulturen, das ist ja sehr interessant, die sind ja auch davon ausgegangen, dass, dass das Herz auch eine Art Sitz der Seele war. Ja. So hat man das ja früher geglaubt auch. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel von den mittelamerikanischen Indianern ausgeht, zum Beispiel die Kulturen der Maya, Inka und so weiter, die hatten ja halt auch diese barbarische Methode, wo sie quasi, wenn sie jetzt so Kriegsgefangene genommen hatten und wenn sie dann da zum Beispiel so einen Krieger geopfert hatten, ihm bei lebendigem Leibe das Herz rausgenommen hatten, da haben die ja dann auch geglaubt, dass die Kraft des Herzens jenes Kriegers in sie übergehen würde. Was jetzt mal unabhängig von dieses barbarischen Mordes, vielleicht irgendwie so eine Art Urerinnerung an etwas tatsächlich Spirituelles auch ist, was eben halt ganzheitlich im Körper vorhanden ist, wo sich auch mal wieder die Frage stellt, woher wussten die das, die Ureinwohner? Ja, ist natürlich auf jeden Fall keine unwichtige Frage. Aber was mir da auch spontan dazu noch einfällt, wir wissen ja auch, dass im alten Ägypten, wenn quasi mumifiziert wurde, auch die Organe, die entnommen wurden, in Gefäßen eingelagert wurden. Kann das vielleicht irgendwie auch zu dem Thema oder zum Beweis zu dem Thema passen? Mit diesen Kanopen ist ja auch sehr bekannt, dass man das darin eingelagert hat. Und man hat ja sowieso auch der Mumie, der Pharaonen, das Gehirn entnommen. Genau. Und man hat ja auch die Mumie entsprechend präpariert.
Und all diese Dinge sollten ja dazu beitragen, dass der verstorbene Pharao im Jenseits quasi diese Dinge auch mitnimmt, sozusagen. Also könnte das quasi auch ein Beweis sein dafür, dass die Seele quasi nicht nur gebündelt ist, sondern dass halt eben im kompletten Körper vorhanden ist. Ja, so könnte man es betrachten, sozusagen als Indizienbeweis. Ja, neben all den philosophischen Ansätzen, die es gibt, oder auch religiösen Ansätzen, müssen wir uns ja jetzt auch mal die Frage stellen, ja, was denkt denn eigentlich die Wissenschaft über ein Leben nach dem Tode? So, und und in der Wissenschaft ist es wohl dann doch eher so, dass man dort eine ganzheitlich mechanistische Theorie für die Wechselwirkung von Geist und Materie postuliert. So laut der wissenschaftlichen Hypothese sind Seele und Körper ebenfalls wieder in Analogie zu einem Computer wie in einer Art Netzwerk miteinander verbunden. Erst das Zusammenspiel aller neurologischen Komponenten des Gehirns würde demnach zu Bewusstsein führen. Würde man wie in einem mechanischen Gerät einen Teil aus jedem Netzwerk entfernen, hätte dies ernsthafte Folgen für das Weiterfunktionieren dessen, was wir unter Bewusstsein oder Seele verstehen. Was diese wissenschaftliche Auffassung für die Vorstellung eines Lebens oder auch wie immer gearteten Weiterexistenz nach dem Tode bedeuten würde, kann sich wohl jeder vorstellen. Denn nach dem Tode des Körpers wird auch das Gehirn und somit das angeblich für bewusste Prozesse verantwortliche Netzwerk zerstört werden und somit eine Weiterexistenz nach dem Tode unmöglich sein. Doch kann man es sich mit einer derartigen mechanistischen Theorie wirklich so einfach machen? Sind wir tatsächlich nicht mehr wie softwarebasierte biologische Roboter, bei denen die Software nach dem Tode unwiderruflich verloren ist? Zumindest scheinen sogenannte Nahtoderfahrungen darauf hinzudeuten, dass mit dem Tode des menschlichen Körpers doch noch nicht alles aus ist. In jenen Erfahrungen berichten nämlich zahlreiche nach einem sogenannten klinischen Tode reanimierte Menschen davon, während ihres vermeintlich toten Zustands über ihren eigenen Körper geschwebt und dabei sich auch an Dinge erinnert zu haben, welche sie im bewusstlosen Zustand niemals hätten erkennen können. Des Weiteren wären sie durch einen langen, dunklen Tunnel geschwebt, an dessen Ende ein gleißendes Licht auf sie gewartet hätte. Viele berichten dann auch vom Eintauchen in eine andere Welt, wo sie bereits verstorbene Menschen wieder getroffen oder je nach Glauben auch Figuren ihrer Religion erkannt hätten. Wobei es gerade beim Thema Religion interessant ist zu erwähnen, dass die typischen Merkmale einer Nahtoderfahrung fast von Menschen jeder Kultur gleich erlebt werden, wobei nur die religiösen Figuren eben immer jeweils anders geschildert werden. Ebenfalls ist es auch völlig egal, ob jemand nur Atheist oder religiös ist. Die Schlüsselerfahrungen bei sogenannten Nahtoderlebnissen sind bei fast allen Menschen gleich. Ja, Gottfried, ein sehr interessantes Thema, das mit der Software. Ich kann dir vielleicht ein praktisches Beispiel erzählen, was mein Vater mir mal erzählt hat. Dass er quasi, als der Ball beim Fußballspielen ins Wasser gefallen ist, in einen Fluss, in einen reißenden Fluss, er quasi versucht hat, den Ball quasi wieder rauszuholen und selber reingefallen ist. Als Jugendlicher, ich meine, er wäre ja 14, 15 gewesen und er quasi mehrere hundert Meter mitgeschwommen ist, quasi gekämpft hat und quasi um seinem geistigen Auge meinte, dass ein Film abgelaufen ist. Die ganzen Jahre zuvor quasi im geistigen Auge abgelaufen ist oder abgespult worden ist oder abgerufen worden ist, je nachdem, wie man es nennen will. Und zum Glück hatte er noch eine Wurzel packen können und sich wieder rausziehen können. Und er hatte es auf jeden Fall geschafft, sonst wäre ich ja nicht da. Kleiner Scherz am Rande. Aber das könnte ja quasi wieder so ein Beweis sein, dass viele Leute dasselbe erzählen, dass im geistigen Auge ein Film abläuft, ein komplettes Leben abläuft und das nur in einigen Bruchteil von Sekunden. Ja, wäre das vielleicht ein Software-Beweis? Fragezeichen.
Ja, das ist mit Sicherheit ein Indiz dafür, dass die Natur etwas eingerichtet hat in unserem Gehirn, was quasi das Sterben auch für jeden Menschen einfacher gestaltet. Wie du schon sagst, auch mit diesem Film wäre also quasi so ein Indizienbeweis auch. Diesen Erinnerungsfilm ist ja auch, wie schon gesagt, gibt es das also bei den meisten. Nur halt, ja, und die Wissenschaft, die verwendet ja jetzt mittlerweile gerade diesen Erinnerungsfilm auch als Indiz dafür, dass es eben letztlich doch nur irgendwas Abgespultes vom Gehirn ist und das Ganze eben doch mehr so eine Art halluzinatorischen Effekt hätte innerhalb dieses Gehirns. Allerdings muss ich sagen, kann man es sich dann so einfach nur doch nicht machen, weil es gibt ja auch eben die Schilderungen der Menschen, die über ihren eigenen Körper schwebten. Ja, genau. Und wo man dann halt auch im Nachhinein nachweisen konnte, dass die zum Beispiel Dinge gesehen haben, die sie im wachen Zustand hätten gar nicht wahrnehmen. Ich meine, die sie jetzt im toten Zustand hätten gar nicht wahrnehmen können. Also quasi die berühmten Geschichten, Sie wissen, dass die Schwester rechts von Ihnen gestanden hat, der Arzt links von Ihnen gestanden hat und quasi dann ihre eigenen Operationen, so manche Berichte ja sind, quasi miterlebt haben und quasi ganz genau sagen können, was die sogar gesagt haben und wie der Ablauf war. Genau. Faszinierende Geschichten, also du meinst halt eben quasi sowas. Ja, genau. Ja, und es gab ja auch, das ist jetzt schon mal länger her, in Großbritannien eine Versuchsreihe, wo man quasi auf Nummer sicher gehen wollte, ob auch diese Erfahrungen des über den Körper Schwebens und quasi dieses Schildern von Dingen, die man dann gesehen hat, ob das nicht nur auch dann nur halluzinatorisch wäre. Und da ist man eben dann auch hingegangen und hat Gegenstände irgendwo deponiert, die also ziemlich etwas höher im Raum waren. Und was die Probanden also im Prinzip auch gar nicht wissen konnten, dass diese Gegenstände da wären, zum Beispiel irgendwelche Bücher und so weiter. Und da hat man eben auch festgestellt, dass, ja, dass man sich da sehr wohl Sachen beschreiben konnte, wovon die klinisch Toten gar nichts wissen konnten. Mhm. Nun ist es natürlich so, dass ein klinisch Toter ist noch nicht tot. Mhm. So, das wird ja auch von den Skeptikern sehr oft dagegen verwendet, dass jemand, der klinisch tot ist, ja, im Grunde genommen ja in einem Zustand ist, wo er ja auch nachher nochmal reanimiert wird und dass er quasi ja diesen Übergang ins Jenseits oder das, was wir als Jenseits bezeichnen würden, noch nicht vollständig gemacht hat. Okay. So. Allerdings muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch mittlerweile Nahtoderfahrungen von Wissenschaftlern, die auch, halt auch Mediziner sind. Ja. Ja, es gibt halt auch diese Nahtoderfahrung von diesem berühmten Neurochirurg Dr. Eben Alexander, der halt eine Hirnhautentzündung hatte, wo er also selbst sagt, dass er ist ins Koma gefallen und wo man halt die Ärzte, die ihn halt dann versucht hatten, wieder ins Leben zu holen, wo die gesagt haben, also, dass er jetzt in einem kompletten, totalen Zustand gewesen wäre, ohne jegliche Gehirnaktivität. Also da könnte man eigentlich sagen, ja, der Mann, der war so tot schon vom Gehirn her, toter geht's gar nicht mehr. Ja, wenn man das jetzt also rein mechanistisch betrachten würde, hätte der sich also im Prinzip an nichts mehr erinnern dürfen. Er hat aber. Er konnte die Details seiner Nahtoderfahrung also ganz genau auch schildern.
auch was er gesehen hat und was ja auch interessant ist und was ja auch halt nicht ins Schema der Rückerinnerungen nur passt, dass sich halt auch viele Menschen, unter anderem auch dieser Dr. Eben Alexander, dass die geschildert haben, dass sie, nachdem sie halt durch diesen langen Tunnel da geschwebt wären, ja, das ist ja auch so eine Schlüsselerfahrung, ja, am Ende so ein Licht gesehen haben, dass sie dann in eine andere Welt quasi eingetreten sind. Eine Welt quasi, ja, wie unsere, nur anders, viel, ja, lichtvoller, ja, auf einer ganz anderen Ebene, mhm, und halt da auch andere Wesen gesehen hätten, also auch verstorbene Anverwandte, aber nicht nur, mhm, halt auch ganz andere Wesen geschildert hätten. Gut, manche hätten auch religiöse Figuren gesehen, aber das ist ja dann auch von Kulturkreis zu Kulturkreis verschieden. Und man kann das jetzt nicht, auch nicht so pauschalisieren und sagen, dass die Nahtoderfahrung jetzt auch unbedingt etwas mit der religiösen Motivation zu tun hat. Wie gesagt, wird es ja auch für jeden Menschen, die Schlüsselerlebnisse gleich sind. Ja, auf jeden Fall faszinierend. Es ist ja halt eben auch, ja, das geht natürlich quasi dann ja ein Stückchen ins Religiöse rein, das wir natürlich auch ansprechen müssen, weil das kann man ja nicht außen vor lassen. Gibt es ja auch viele Erklärungsversuche im Christentum, im Judentum oder im Islam, quasi im Himmel. Deine Liebsten und Verwandten und freundliche Gesichter, Engel oder keine Ahnung, was auf einen warten. Ja, ist halt eben natürlich die Frage, in welche Richtung das geht. Ist es wirklich nur, wenn man verstirbt, quasi um einem selbst ein gutes Gefühl zu geben, wenn man verstirbt, oder steckt da einfach auch mehr drin? Ist es halt eben einfach so, dass einfach, gibt es Gott, gibt es einen Erbarmen, der einen quasi erfängt, wenn man verstirbt, oder ist es einfach nur Biochemie, die versucht, einem was vorzugaukeln? Fragezeichen. Ja, rein wissenschaftlich betrachtet, wohlgemerkt, haben wir ja schon festgestellt, dass die Wissenschaft also überwiegend diese mechanistische Hypothese vertritt, dass wir quasi so eine Art Bio-Roboter sind. So, und wenn wir Bio-Roboter sind, dann ist natürlich auch alles, unsere gesamte Erfahrung, unsere Erinnerungen und alles, was unsere Person ausmacht, wäre damit sozusagen in einem neurologischen Netzwerk verankert, auch wie bei einem Computer. Nehme ich aus einem Computer dann irgendwas raus, ist das Netzwerk kaputt, und genauso wäre es dann natürlich bei den Menschen auch. So, aber das ist natürlich jetzt auch nur eine Definition und Erklärung des Ganzen, weil man muss sich auch mal irgendwo überlegen, dass, wenn man mal jetzt zurückgeht, wie das Leben auf diesem Planeten angefangen hat, von dem kleinsten Einzeller zu höheren Organismen, dann letzten Endes zu uns. Es hat sich ja sozusagen aus dem aus chaotischen Zuständen heraus, hat es sich, also aus chaotischen materiellen Zuständen heraus, hat sich die Materie sozusagen selbst zu immer komplexeren Gebilden selbst organisiert, woraus dann quasi ab einer gewissen Stufe eben dann Organismen entstanden sind. So, und das Interessante ist ja, dass sich diese Organismen dann ab einer gewissen evolutiven Stufe ihrer selbst bewusst wurden. So, also quasi irgendwann konnte man halt unterscheiden zwischen sich selbst und einer Außenwelt. So. Und man war halt dazu in der Lage, was ja auch vielen Tieren halt fehlt, aber manche Tiere können es trotzdem, sich selber in einem Spiegel zu erkennen und halt auch sagen zu können, so, das bin ich. Das bin ich. Und und diese höheren Individuen, wie zum Beispiel die Menschen, haben halt quasi dann
im Laufe der Evolution dann aus diesem Bewusstsein heraus dann halt auch ein Ego entwickelt und daraus halt auch eine Persönlichkeit entwickelt. So. Ja, und die Frage, die sich dabei stellt, ist natürlich letzten Endes, okay, man kann natürlich jetzt sagen, dass das Gehirn so konzipiert ist, dass es wie ein neuronales Netzwerk ist, wo alles dann halt die Komponenten Bewusstsein ergibt. Aber man muss ja mal die Frage stellen, ja, warum ist das denn eigentlich so? Warum geht Materie hin und organisiert sich letzten Endes selbst, entwickelt sich selbst zu immer höheren Strukturen, wobei dann dabei Bewusstsein entsteht? Ja, und dann kommt dann noch die philosophische Fragestellung hinzu, wo man dann auch sagen muss oder fragen muss, so, ist denn das Leben, wie die meisten Wissenschaftler behaupten würden, wirklich letzten Endes, basiert es nur auf vollkommen absichtslosen Zufall? Oder ist letztlich doch so eine Art teleologisches Konzept dahinter, dass sich die Organismen immer weiter zu höheren Stufen entwickeln, dass das Ganze einen höher geordneten Plan hat und dann auch quasi letztlich ein Ziel hat, dass sich quasi die Evolution zu einem Ziel hin entwickelt. So, und jetzt kommen wir halt letztlich zu dieser Frage nach Gott, wie du sie gestellt hast. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Überlegungen, was denn Gott letzten Endes sein soll. Die fernöstlichen Religionen, die glauben zum Beispiel jetzt nicht an einen persönlichen oder personalen Gott, wie das jetzt unser Kulturkreis, unser christlich geprägter Kulturkreis tut, wo man halt auch aus der biblischen Vorstellung heraus sagt, so Gott, das ist so was wie ein Wesen, der sitzt da im biblischen Kontext da auf seinem Thron und wie so eine Art Herrscher und herrscht dann da über seine Engel und über alles Leben, was er natürlich dann selber laut biblischen Kontext erschaffen hat. Diese klassische Vorstellung. Ne? Und das glaubt man zum Beispiel im Buddhismus nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass diese klassische Vorstellung, wie sie in der Bibel steht, ja, mit Sicherheit heutzutage wohl auch von keinem modernen aufgeklärten Christen mehr so geglaubt wird, dass ein moderner aufgeklärter Christ jetzt hingehen würde und das alles, was dann da in der Bibel steht, so wörtlich nehmen würde und das auch so glauben würde. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht so ist. Ja, ne? Sehr stark so. Ja. Dann gibt es ja natürlich auch noch diese Vorstellung im christlichen Glauben an die sogenannte Wiederauferstehung. Die ist ja halt dann auch in der Vorstellung des Kreuzestodes von Jesus Christus ist das ja so symbolisiert, dass Christus für uns alle am Kreuz hart gestorben ist und seine Wiederauferstehung ist dann quasi der Garant dafür, dass wir auch als Menschen alle wieder auferstehen würden. Interessant ist aber auch, wenn man sich mal überlegt, aber ich denke mir, auch das wird kein moderner Christ wahrscheinlich mehr so glauben, dass man eigentlich im Christentum davon ausgeht, dass die, also jetzt von diesem Ursprungsgedanken her, dass Gott dazu in der Lage wäre, alle Menschen, so wie sie gewesen sind, dann eines fernen Tages wieder aus ihren Gräbern auferstehen zu lassen und quasi, dass man selber wieder genau so dann aus dem Grab hervor auftauchen würde, wie man mal gewesen ist. So, jetzt kann man natürlich sagen, vom religiösen Sinne her, ja, okay, ja, das haben die früher mal so geglaubt. Das würde heutzutage mit Sicherheit auch von den aufgeklärten Christen niemand mehr so glauben. Aber jetzt kommt aber trotzdem was Interessantes in dieser Richtung. Es gibt da diesen diesen amerikanischen Physiker Frank Tipler. Das ist also ein ganz bahnbrechender Physiker, der halt auch sich Gedanken über Zeitmaschinen gemacht hat, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man das
ja, wie eine intelligente Lebensform im All quasi das Universum Leben ins Universum bringen kann. Und dazu hat er das Konzept einer sogenannten von Neumann-Sonde entwickelt, die man quasi ins komplette Universum herausschickt, vollautomatisierte Sonden. Und die dann quasi die Lebenskeime überall auf Planeten absetzen würden, wo das möglich ist. Das ist unter anderem verankert in der sogenannten Panspermie-Theorie, die unter anderem auch von dem Nobelpreisträger Francis Crick postuliert wurde, der inzwischen auch leider verstorben ist, aber der die halt auch postuliert hat. Der hat ja auch unter anderem die DNA entdeckt. So. Und das Interessante an diesem Konzept ist, dass der Tipler halt hingeht und gesagt hat, so, alles im Universum ist so konzipiert, dass letzten Endes sich die Organismen immer weiterentwickeln und letzten Endes auch die Technologie immer weitergeht. So, das fängt mit diesen von Neumann-Sonden an und letztlich würde würden technologische Gesellschaften sich immer mehr vernetzen, auch im gesamten Universum. Und der Tipler, der geht halt davon aus, dass das Universum sozusagen sowas wie ein vernetzter Riesencomputer ist, wo quasi, es gibt auch in der Bibel dieses Konzept von Alpha und Omega, wo Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. So, und der Tipler, der sagt jetzt halt, dass Gott sozusagen, ja, das können wir wieder sagen, Matrix des Grüßen, quasi so eine Art Wahnsinns universeller Computer oder Software ist, die quasi dazu in der Lage ist, wo es quasi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wo das alles gleichzeitig existiert. Und diese Intelligenz, die ist in einer Art Omega-Punkt verankert und wäre jederzeit dazu in der Lage. Und da geht der Tipler hin und sagt, alles Lebendige ist Information. Und diese Intelligenz in diesem Omega-Punkt wäre dazu in der Lage, alle Information sozusagen wieder zu beleben und wieder auferstehen zu lassen, ab einem gewissen Punkt. Ich muss dazu sagen, das ist eine ziemlich umstrittene Theorie, weil der Tipler, der geht nämlich eigentlich genau, wie das auch eigentlich der konservative christliche Glaube sagt, der geht davon aus, dass nach dem Tod erstmal Feierabend ist. Ja. Ist erstmal alles aus. Genau. So. Und dann würde diese höhere göttliche Intelligenz quasi diese Informationen aber an einem fernen Punkt wiederbeleben und in einer komplett völlig neuen Welt. So. Nun muss man auch dazu sagen, auch wenn man jetzt sagt, das ist dann danach alles aus, aber dieses Aus, das würde man quasi als Lebewesen gar nicht bemerken, weil dieser zeitliche Übergang von Tod bis zu diesem, bis zu dieser Art von Reanimation wäre quasi Nullzeit. Das heißt, man würde sterben und wäre auch direkt dann innerhalb dieser Reanimation wieder da. So würde der Tipler das sehen. Das wäre also auch eine Art wissenschaftliche Erklärung für ein Jenseits, die jetzt Konzepte der Religion mit einbezieht. Allerdings halt auf eine wissenschaftliche Basis stellt. Wobei man natürlich sagen muss, der Tipler ist äußerst umstritten in wissenschaftlichen Kreisen mit seiner Theorie. Ja, auf jeden Fall sehr faszinierend. Sehr viele Informationen und ich würde sagen, Gottfried, die Bücher im Regal, die hast du nicht umsonst da stehen. Die scheinst du wohl auch alle gelesen zu haben. Man merkt halt eben, wie komplex dieses Thema ist, wie vielschichtig dieses Thema ist. Die Matrix-Theorie, Wiedergeburt und sonstige verschiedene Erklärungsversuche, was einen natürlich irgendwie auch fesselt und finde ich persönlich auch irgendwie ein total spannendes Thema ist. Ja, das Thema ist und bleibt natürlich spannend. Gibt es natürlich auch andere Ansatzpunkte. Es gibt ja auch zum Beispiel die Parallelwelten-Theorie,
Ich denke mal, dafür gibt es ja auch einige Literatur und einige Erkenntnisse. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Wie ist denn bei dir der Kenntnisstand bei dem Thema? Parallelweltenhypothesen gibt es natürlich. Gibt es jede Menge. Und es gibt ja zum Beispiel auch die Hypothese, ja, der sogenannten sich verzweigenden Welten, wo quasi sich alles irgendwie mal realisiert hätte. Also, wie soll man das sagen, dass die Dinosaurier jetzt eben eine Welt, wo die nicht ausgestorben sind, oder auch komplexe Welten, die sich total anders entwickelt hätten wie unsere. Aber gut, das ist jetzt mehr so dieses reine physikalische Parallelweltenkonzept, was von dem theoretischen Physiker Hugh Everett auch entwickelt worden ist. Wobei man aber auch von diesem Parallelweltenkonzept, was ja ursprünglich dann auch aus der Quantenphysik hervorgegangen ist, wobei man da auch wieder sehr interessante Überlegungen in Richtung des Bewusstseins anstellen kann, indem man zum Beispiel sich fragt, ja, inwieweit haben wir Menschen eigentlich mit uns, mit dem, was wir Bewusstsein nennen, einen Einfluss auf das, was wir als Realität empfinden? Wie weit haben wir da einen Einfluss, dass das eben halt in bestimmte Bahnen zu steuern? Laut der Parallelwelten-Theorie gibt es ja von uns dann auch jede Menge Kopien in sich verzweigenden Universen. Die Frage ist jetzt halt nur, gibt es so etwas wie ein Bewusstsein in dem Sinne, was uns durch diese Verzweigungen hindurch steuert, quasi, wo wir jetzt sagen können, so, wir stehen jetzt an einem gewissen Punkt im Leben, wo wir uns entweder für das eine oder für das andere entscheiden können. Und wo allerdings beides irgendwie dann realisiert wird, auch in Parallelweltenschienen. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel von Schrödingers armer Katze. Und das war dieser Physiker hier, Erwin Schrödinger, der eine Katze, eine lebendige Katze, in eine Kiste gesperrt hat, die verschlossen hat. Und in diese Kiste, da war dann gleichzeitig ein radioaktives Element drin, mit einer Zerfallsrate von 50 zu 50 sozusagen, also gleiche Zerfallsrate. Und wurde halt in der Wahrscheinlichkeit von 50 zu 50 davon ausgegangen wird, dass die Katze tot oder lebendig ist, weil sobald das Element zerfallen wäre, hat man, der Schrödinger war wahrscheinlich ein Tierhasser, naja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, ist man davon ausgegangen, da ist dann da so ein Fläschchen Zyankali gewesen, was dann umgefallen ist, wo die Katze dann der Zeitliche gesegnet hat. So, aber jetzt kommt das Interessante, bevor man die Kiste nicht wieder öffnet, weiß man nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist. Das ist die Frage. So, die schwebt quasi in einem zwischen zwei Zuständen hin und her. Und erst ein bewusster Beobachter kann eigentlich erst genau sagen, was mit der Katze los ist. So. Und das Interessante in der Quantentheorie ist halt auch, dass man da halt auch sagt, es gibt eben zwei Welten. Eine Welt, wo die Katze eben das Zeitliche gesegnet hat, und wo die Katze das eben nicht getan hat. Ja, ich weiß ja, Kevin ist ein Katzenliebhaber und wollen wir jetzt nicht zu extrem auf die Dinge da eingehen. Nein, und ne? Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich halt eine sehr interessante Theorie. Und sich jetzt halt auch mal zu überlegen, was ist denn nun eigentlich dieses Bewusstsein innerhalb des Lebendigen?
Welchen Stellenwert nimmt das Bewusstsein eigentlich im Universum ein und somit letztlich auch das gesamte Leben? Und ja, ist Leben jetzt halt ein komplett absichtsloser Zufall, womit klar wäre, dass dann auch nach dem Tode nichts mehr käme? Warum soll in einem absichtslosen Zufall auch nach dem Tode noch was kommen? Zufall ist eben Zufall, da kommt nichts mehr und was weiß ich, ne? So. Aber man kann auch das sagen, wie der berühmte Philosoph Jacques Monod das gesagt hat, Leben ist beides, Zufall und Notwendigkeit. Und dass man dann auch zum Beispiel sagt, Leben ist etwas Grundsätzliches, wofür das Universum konzipiert ist. Leben ist eine Notwendigkeit, die einfach sein musste. Bewusstsein musste ins Universum kommen, damit, wie das auch der berühmte Astronom Carl Sagan gesagt hat, der auch leider schon sehr lange verstorben ist, gesagt hat, dass dass wir sind quasi der bewusst gewordene Spiegel des Universums. Und durch uns kommt das Universum dazu, sich selber zu erkennen. So, und das ist dann auch eigentlich so ein Übergang in Richtung dieser Quantenphysik, wo man halt dann sagt, so, Bewusstsein ist eigentlich das Wichtigste im Universum. Dann hat man auch gleichzeitig eine neue Erklärung für Gott, indem man dann auch halt auch sagen kann, so, das, was wir als Gott verstehen, das ist nicht irgendwo da draußen. Das werden wir auch nirgendwo da draußen finden. Das, was wir als Gott unter Gott verstehen würden, wenn man diesen antiquierten Begriff überhaupt noch so anwenden kann, aber das, was wir darunter verstehen würden, ist quasi immanent, im Leben selbst vorhanden. So, und wo man halt sagen kann, so, Gott ist quasi im Leben, im Bewusstsein. Wir sind alle ein Teil dieses Göttlichen. Da ist niemand, der draußen auf einem Thron da sitzt und mit einem langen Rauschebärtchen da über uns wacht. Das sind wir selbst. Das bedeutet halt eben, der Mensch versucht quasi eine einfache Erklärung für ein komplexes Thema zu finden, indem man sagt, ein göttliches Wesen, das über alles wacht. Der Mensch ist halt eben so, dass er einfach versucht, einfache Lösungen für komplexe Themen zu finden. Ist ja überall quasi. Interessantes Thema, Gottfried, auf jeden Fall. Um das halt eben einfach nochmal zusammenzufassen, das bedeutet eben, mit dem Tode des Verlassens des Körpers tritt man quasi halt eben in eine andere parallele Welt, also mit der Wiedergeburt in einer anderen Welt quasi wird man hereingeboren, als wenn man dann verstorben ist. So einfach kann man das quasi benennen. Ich würde auch so sagen, dass das, was man heutzutage unter Jenseits versteht, dass das quasi eine vom Bewusstsein erschaffene, anders geartete Realität als unsere eigene ist, die jetzt auch nicht unbedingt was mit diesen Parallelwirken der Quantenphysik zu tun haben muss, sondern sich halt nochmal auf einer anderen Ebene abspielt, aber letzten Endes eben doch von unserem eigenen Bewusstsein erschaffen ist und nicht nur von unserem Bewusstsein, wahrscheinlich auch vom Bewusstsein aller Individuen im Universum. Wenn wir jetzt auch mal das Thema Außerirdische dazu nehmen würde, was aber dann füllend für irgendeinen anderen Podcast wäre demnächst. Definitiv. Ja, genau. Und insofern wäre auch irgendwo alles mit allem verbunden und alles im Universum hätte quasi dann auch seinen Sinn. Und es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, wo man nochmal abschließend auf das Thema der Nahtoderfahrungen kommen, wie zum Beispiel den Amerikaner Robert Monroe. Das war der berühmte Mann mit den zwei Leben oder zwei Körpern. Ja. So, und der hat auch das berühmte Monroe-Institut gegründet. Und der hat also gesagt, dass im Prinzip jeder Mensch dazu in der Lage ist, sogenannte Astralreisen zu unternehmen. Mit einer Art Astralkörper den eigenen materiellen Körper zu verlassen. Und der hat in seinem ganz berühmten Buch dazu geschrieben,
dass, wie er selber quasi mit seiner Astralreise auf Exkursionen gegangen ist, in andere Welten mit ganz anderen Wesen. Und er konnte sogar mit seinem Astralkörper an weit entfernte Orte reisen auf unserem eigenen Planeten. Was zum Beispiel etwas ist, was, wo wir dann mal ganz kurz drauf abschweifen, was auch für spätere Podcasts geeignet wäre, das sogenannte Remote Viewing, ja, der amerikanischen Militärs, vorwiegend auch des Geheimdienstes, ja, wo es mal halt dieses Programm gab, wo man quasi mit seinem Astralkörper sozusagen auf andere Militärbasen hinreisen konnte und diese dann mit Hilfe dieses Astralkörpers ausspionieren konnte. Das ist zum Beispiel dann auch so eine Sache. Ne? Ob das jetzt realistisch ist, das wäre mal so ein anderes Thema. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ein sehr, sehr komplexes Thema. Da könnte man auch Stunden um Stunden um Stunden drüber reden. Wir wollen aber die Leute ja nicht allzu lange langweilen mit unserem Gespräch. Aber ich denke mal, wir haben viele Sachen angesprochen, die unwichtig sind. Gottfried hat auf jeden Fall viel dazu sagen können und er hat wirklich sehr viele Bücher gelesen. Wenn ihr hier die Wand sehen könnt, die ganzen Bücher, die hier rumstehen, von daher eine jede Menge Hülle und Fülle an Informationen. Und ich denke mal, wenn ihr uns lasst, werden wir nochmal ein Gespräch führen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal vielen lieben Dank, Gottfried, für deine Expertise. Ja, habe ich sehr gerne gemacht und dann schon mal verabschieden wir uns von euch bis zum nächsten Mal. Ja, einen wunderschönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr es hört, wünschen wir euch, Gottfried und Kevin. Haha. Und beim nächsten Mal auf Wiedersehen. Ciao.